Moin allerseits und willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Und ich würde mal sagen, ich pack mal diese olde Knickerfolie dort bei den Pyramidenglasgedöns hin. Das wird doch nicht funktionieren, oder? Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Zieh dir aber keinen Lappen an, ja? Och nö, hey, nö, stopp. Nö. Sie können ja nicht parken. Oh Mann. Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp, stopp, stopp. Wie? Nicht? Was? Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment. Ich bin verwirrt. Hast du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben habe ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe? Hm? Da war ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Schi-Blux. Shinshuma-Klux. Des Gedankenlesers invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ratatatatat. Ich hab Gicht, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt. Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Chronokar erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von neuem. Wovon faselt der Opa? Kein Plan. Ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits viel tausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Timepod klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Der einzige Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich, das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen. In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird. Hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif. Für ein weiteres, brillantes Rohfußmanöver. Na super. Oh, was wie? Hast du noch mehr solcher Ideen? Hä? Wer sind Sie denn? Der gleich den Obuff aufreißt. Du hast unser Umux ein für alle Mal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Noch einer? Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber... davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Ach, okay, wieder hier.
Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Ja, ich bin ja hier den Helm am Reparieren. Apropos Helm. Den habe ich jetzt... Ach nee, den habe ich benutzt. Ich habe die ganze Zeit gerade irgendwie gedacht, so, warte mal, den Helm, den habe ich doch nie benutzt, oder? Aber doch, bei Goal, am Fahrstuhl, genauer gesagt, bei dieser komischen Sprechanlage. Ja, da habe ich es benutzt. Oh, hi. Irgendwas ist anders, aber ich komme nicht drauf, was? Es ist der berühmte Elefant im Raum. Nee, es ist die neue Deko. Ah! Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erstmal fangen. Hey, stopp! Ich sagte... Stehen bleiben! Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen, auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha, na, das werden wir ja sehen. Ja, hättest du dir mal was Besseres geholt, ne? Ich geh einfach mal den Fahrstuhl benutzen. Jetzt bist du dran. Wer braucht denn da so lange? So. Ach so, ja, dran. Goal. Mann, ich brauche aber lange da drin. Ist das anstrengend? Versteck dich! Schnell! Was? Da läuft ein wilder Elefant frei herum. Ich weiß! Er ist direkt hinter mir! Oh nein! Halt mich fest, Henna! Solange wir uns lieben, haben wir nichts zu befürchten, Henna, Schatz. Und weiter. Ja, meine Gedanken. Dann nehme ich halt die komische Milch mit. Oh, hau ab da! Stopp! Hau ab! Geh weg! Mach dich vom Acker! Blöder rosa Elefant, ey. Kann ich da wieder rein? Oh, okay. Was mache ich denn hier? Ah, ich habe hier auch noch Zeit. Oh, da ist was Neues. So viele Uhrenzeiger. Warum habe ich nur das Gefühl, dass sie mich anlachen? Egal. Bauchgefühl ist Bauchgefühl. Nee. Na super. Ohne Werkzeug kann ich dieses Bauchgefühl direkt zum Hintereingang wieder rauslassen. Na toll. Was habe ich denn hier? Was? Wie? Was? Okay, dann nehme ich halt die Zange. Warum habe ich denn die Sachen da drin? Ja, hab sie. Gut, dann. Was war das nächste? Da ist ein paar Nähe. Ich gehe zur Vase. Eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen. Aber mir gehen auch langsam die Ideen aus. Und solange ich vorsichtig bin. Och, nö. Na, toll. Was ist da beim Panel? Na, sowas. Hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Na, toll. Dann. Oh, ich kann zum Timepod. Was ist denn hier so? Ja, Druckstar, ne? Weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Was hab ich... Oh. Ah. Oh. Hm. Was sind das hier? Benutze ich mal. Hey! Das hier sieht genauso aus wie das erste Menü. Interessant. Oh, ich habe ein Portal geöffnet. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Ja. Hey, stopp! Klar. Wo willst du hin? Sag ich nicht. Huh? Goal? Nanu, das hier ist doch nicht die Zwischenzeit. Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein. Ach. Du dicker Vater. Das hier ist Goals Kindheit. Mach dich zu einem Lärm da unten, junges Fräulein. Du weißt doch, Ungehorsam führt zu Chaos. Chaos führt zu Müll. Und Müll führt zu Depodia. Er hat sich gerade davon disqualifiziert, seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen. Aber sowas von. Und Deponia ist gerade... Oh, nicht schon wieder Zeit. Deponia ist gerade da. Wieder ein loses Panel. Na sowas. Hier ist eine Nische, aber sie ist... Ja, sie ist leer. Was? High Goal. Agdudu, Agdudu. Welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus seinen leckeren Lolli? Na? Ah, schon gut, schon gut.
In meiner Vision musste ich auch eine Baby-Ghoul sitten. Aber die hat sich letztlich als Kuckucksei erwiesen. Diesmal wird mir das nicht passieren. Ich glaube, du meinst die von der Persönlichkeit, wo da alles gespalten war. Kann ich die Glotze anmachen dann? Hey, die Telebuddies. Es wäre um ein Haar meine Lieblingsserie gewesen, aber die Synchronstimme von Stinky Winky konnte ich nicht leiden. Eine Woche lang habe ich geheult und mit Brei um mich geworfen. Aber letzten Montag hatte ich mich dran gewöhnt. Geil. Ghoul scheint es auch zu gefallen. Ich hoffe, sie sitzt nah genug, um alles zu erkennen. Ja, laber nicht so viel. Agutu, Agutu, welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus seinen leckeren Lolli? Stinky Winky. Geil. Fast richtig. Ja. Sag mal, ist das hier so ein Animatronic aus Five Nights at Freddy's oder was? Was sind hier sonst? Oh, ich hab Zeitung hier. Okay. Wie denn? Bestehst du etwa immer noch auf diesem langweiligen Buch? Du hast doch jetzt Stinky Winky. Ach, das gibt's doch nicht. Geil. Warte mal. Hi. Überraschung! Hi! Denkst du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Ich hab die Glotze angemacht. Oh, was? Wie? Was ist das denn jetzt? Das Portal, das sie unter meinen Füßen geöffnet hatten, führte in die Zwischenzeit. Dort geriet ich mitten in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzen. Paradox City. Die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja, aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Nach einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nichts, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein, tut es nicht. Nun lasst mich doch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausendmal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen, fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Okay, jetzt habe ich ebenfalls wohl die Schleife. Na super. Na gut. Hey, wer ist das? Keiner. Service okay? Aha. Ja, ich nehme mal den Helm mit und ich weiß ja jetzt, was ich machen muss. Mehr oder weniger. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Tschö! Hey! Stopp! Nö. Huh? Milch geholt? Check. Mehr war nicht abzugreifen. Ah, nice, gut. Dann brauche ich ja gar nicht mehr dahin. Dann kann ich mir ja direkt hier die Uhrzeiger greifen und die olle Vase. Hab sie. Ja. Ich tu mal dein ganzes Gerede überspringen. Ich möchte mich eigentlich hier... Ich hab keine Zeit. Ich muss Timepod und so, weißt du? So, rein da. Knöpfchen drücken. So. Ich glaube, ich muss wieder so eine Fehlfunktion haben, oder? Hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Alles. Wegfahrsperre? Ja, offenbar. Das ist das falsche Portal. Das ist das Richtige. Und tschüss. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Ja, ich auch. Hey, stopp! Nö. Wo willst du hin? Sag ich nicht. Und tschüss. Jetzt muss ich hier irgendwie das noch hinkriegen. Glotze wieder an. Gut, da läuft kein Five Nights at Freddy's. Das ist nice. Weniger reden, mehr geben. Genau. Was ist das denn hier? Lunchboss. Dann wollen wir doch mal nachschauen, was ein Oberkontrollrat so zum Mittag zu sich nimmt. Bartschrauben. Na spannend. Ein Apfel und eine Nachricht.
Ich habe dir zur Abwechslung mal was Gesundes eingepackt. Diese Süßigkeiten ruinieren dir auf Dauer nur die Zähne. Bist du ihm recht? Ein Teil seiner Verbitterung kann ich jetzt verstehen. Zu wenig Zucker. Dann packe ich den Lolli da rein. Okay, die Zeitung kann ich mitnehmen. Dann, Musikalische Früherziehung ist extrem wichtig. Mein perfektes Gehör verdanke ich beispielsweise dem Umstand, dass mein Vater immer die Musik lauter gedreht hat, wenn ich geschrien habe. Cool. Hier hast du einen Lutscher. Da. Der olle Lolli ist drinne. Er wird es mir danken. Genau. Willst du die Zeitung tauschen? Wo bin ich? Ah, da bin ich ja. Da, hinter dir. Ach, Kinder sind schon doof. Ja, sagt der Oberblöde Jan. Musikalische Früherziehung ist extrem wichtig. Mein... Okay, gut. Was mache ich damit? Die Milch macht's. Okay, nein. Noch nicht. Kommt nein. Schon, jetzt glitzert hier nicht nur... Nein, oh nein. Keine Zeit mehr. Überraschung! Hau ab! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran. Ja, ich überspringe das alles mal. Und wieder hier. Stück für Stück kommen wir immer näher weiter an das Ziel heran. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das Ziel ist. Weniger reden, mehr machen! Kann ich die Kloschüssel mitnehmen? Ich glaube. Ja, ich weiß. Hey! Nein! Stop. Beweg deinen Hintern! Wie hast du überhaupt den Reißverschluss ab und zu bekommen? Milch doch mehr. Ja, genau, ich weiß schon. Zeiger wieder mitnehmen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt den Kram da brauche. Kann sein, dass das absoluter Schrott ist. Hoppla. Ja. Brauche ich die Dinger überhaupt? Also nee, ich brauche die Dinger wirklich nicht, dann toll. Ja, Wegfahrsperre. So, Knöpfchen wieder drücken. Richtig. Und tschüss. Ich weiß. Hey. Nein, ich bin weg. Ich muss ein Taxi erwischen oder so. Nanu? Das ja. Mir ist ich drin. Weiß. Kennen wir schon alles. Mach die Glotze an. Nimm das Lolli. Niemand. Fast richtig. Ja. Jetzt die olle Zeitung. Den ollen Lolli da wieder reinschmeißen. Weißt du nicht warum, aber ich mach's einfach mal. Achso, ich hab den Apfel mitgenommen. Kann das sein? Dann wird es mir da. Genau. Ne, ich hab den Apfel nicht mitgenommen. Toll. Hier ist eine Zeitung. Das kriegt man ja teilweise echt nur hin, indem man irgendwie die ganze Sache überspringt. Was mache ich denn jetzt hier? Was habe ich denn jetzt noch? Kann ich die Zeitung da unten hinklatschen? Dafür brauche ich. Und? Nein. Ah, ich kann raus. Scheiße. Verschlossen. Ich sitze in der. Na super. Oder kann ich hier irgendwie. Scheiße. Ich sitze. Na, geht auch nicht. Oder warte mal, hey, geht das? Mit Baby Goal? Gut geraten. Oder Glotze aus? So, Schlüsschen für heute. Ja, schon gut. Das hat nicht funktioniert. Ich habe sowieso noch keine Studie gelesen, dass Fernsehen den Augen schadet. Toni hatte mir eine hingelegt, aber die Schrift war so klein. Ja. Das ist, hier wird's Milch. Ich gucke mal da. Buddy Pudding. Bin nicht. Super. Die Milch macht's. In diesem Fall mal nicht. Toll. Oh, und ich habe keine Zeit mehr. Oh, Mann. Überrascht. Nein. Keine Überraschung. Immer diese Zeitschleifen, oh Mann, und vor allem das Ganze eingesammelt jetzt wieder, ne? Ich kann mich ja irren, aber waren die Brillen da oben schon immer? Oh,
Wo kommt die Haftcreme her und die Brille? Waren die da schon immer? Ich glaube. Klappe zu. Waren die Dinger da schon immer da? Hey! Nee. Oder? Also jetzt quasi in dieser Zeitschleife. Ich bin mir nicht sicher. Nicht geholt mehr. Na, hoffe ich doch mal. Da ist auch was Neues, da ist ein Bogen. Warum sind die hier plötzlich irgendwelche neuen Sachen? Aber mir gehen auch... Ja, ja, nimm trotzdem mit. So, hier, Zange wieder. Warum habe ich einen Bogen? Warum habe ich Haftcreme? Warum habe ich eine Brille? Ach, um die Zeitung wahrscheinlich zu lesen. Ach nee, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Nichts wie weg. Ja, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So. Tschüssikowski. Ach ja, nochmal drücken. Ich muss. Hey! Ja. Ein bisschen nervig gerade irgendwie. Hat sich hier auch was verneuert? Nein, nicht erneuert. Was laber ich da für einen Scheiß? Unter Zeitdruck kann ich nicht arbeiten. Hat mal da links war irgendwas. War das nur der Pfeil oder so? Ja, das war nur der Pfeil. Nix da, Dudu, Adudu. Geh, wo, was weiß ich, wohin? Nimm die Zeitung. Lern lesen. Steck einen Lolli wohin, wo der nicht hingehört. Nein, das hört sich gerade komisch an. Mach schneller. Mach die Klappe zu. Ja, glaube ich nicht. Bonbon. Oh. Ja, Kinder sind schon irgendwie, ne? Also, hier ist eine Brille. Ich habe leider nicht die Zeit, ihr die Finessen des angewandten Rufismus beizubringen. Aber sie wird ja auch so zu einem ganz passablen Vibesmensch heranwachsen. Dann liest du das hier. Ich brauche keine Brille, um zu erkennen, dass ich gerade im kompletten Blindflug operiere. Ja, toll. Oh Mann. Blindes Herumprobieren ist eine probate Problemlösungsstrategie. Aber das hier würde den Bogen überspannen. Na toll. Ah nein, warte mal, hier, der Haftcreme. Aber irgendetwas sagt, als würde sich eine zigtausendmal ausgeführte Hand... Ja, genau, ich weiß trotzdem, ich weiß ja hier. Ich weiß nicht, was ich hier wieder gebaut habe, aber es wirkt... Ich weiß, was ich nicht gebaut habe, ich habe Brille. Und? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Toll. Es ist noch nicht... Nein, ich will nicht die Brille... Ach, Mann. Wie Sie sehen? Da, nein, ach so, geht gar nicht. Wie Sie sehen, Sie... Ja, doch, ich sehe einen Elefanten. Überraschung! Dachtest du, ich sag ja, von Mal zu Mal komme ich ein kleines Stückchen näher ans Ziel. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es sehr lange dauern wird, bis ich ans Ziel ankommen werde. Ja. Gib dich damit zufrieden, dass ich der Simmel-Service bin und ich nicht weiß, warum ich hier plötzlich mehr Klamotten mitnehmen kann, als ich es vorher konnte. Ist hier auch wieder was Neues? Ich glaube nicht. Oder lagen die Sachen wirklich schon... Nein, ne? Hey, stopp! Die sind erst so im Laufe der Zeit irgendwie gespawnt. Kann das sein? Also musste ich quasi mehrfach irgendwie sogar durchlaufen. Weil ich einfach nicht an die Klamotten kommen konnte. Tja, wieder die Brille... die Vase kaputt machen. Hoppla. Ist noch was hier? Naja, sieht nicht so aus. Knopf wieder drücken, damit ich wieder da hinten hinkomme. Das ist. Es gibt offenbar nur. Ach so, geht ja. Nein, nee. Nichts wie. Eine Art. Ja, Wegfahrsperre, Wegteleportiersperre, Zahnsperre, Kiefersperre, Sehsperre, Hirnsperre, keine Ahnung. Sperre. Ausgehsperre, so. Weniger reden, mehr machen! Was ist denn neu hier? Hier ist nichts neu. Hier, trotzdem Fernsehen an. Gib mir deine Bonbon-Lutscher-Gedöns. Fast richtig. Genau.
Warum packe ich überhaupt diesen Lolli da rein? Ah, keine Ahnung. Ich mach's trotzdem einfach mal. Er wird es. Oder ist das eine Zeitverschwendung? Kann ja auch sein. Ich weiß ja noch nicht mal vor allem, warum ich die Zeitung hier austausche. Ja, Kinder sind schon blöd, ich weiß. Klebstoff da drauf. Das da dran hin. Und was dann? Ich hab. Nein! Ach Mann, ich guck schon wieder drauf. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, freudig. Uhrenzeiger als Munition? Ganz hinten im Gedankenfache klingelt da was. Gut, kann ich die Milch da drauf lassen? Milch macht's. In diesem Fall mal nicht. Schade. Keine Nägel, kein. Nein, hierfür braucht. Robo kann mir hierbei nicht helfen. Es sei denn, ich finde irgendwo Band 12. Robo-Bär manipuliert die Vergangenheit. Geil. Nanu, nicht. Ah, das geht auch nicht. Nicht doch. Ah, das geht auch nicht. Ich weiß, mit dieser Ausrüstung lassen sich Zeitportale öffnen. Ich weiß allerdings nicht, woher ich das weiß. Schön. Geil. Nein, ich wollte den Bogen haben. Was, dafür da? Dafür brauche ich einen. Und? Nein, nicht. Ach, Mann, ich guck schon wieder drauf. Wie Sie sehen. Ja, halt die Klappe. Vielleicht die Milch? Verderbliche Milch in einer geheimen Nische verstaut? Check! Och Mann. Überraschung! Warte! Dachtest du wirklich, du könntest das, das bringt was, genau! Dadurch, dass ich jetzt wieder in die andere Zeit reinkomme, ist diese Milch nämlich vergammelt. Und zu Tachyon-Suppe irgendwie sich umgewandelt. Ich habe keine Ahnung. Genau, Zimmerservice ist immer noch da. Aber dann müsste ich irgendwie ein Portal öffnen können. Das Problem ist, ich finde kein Potenzial. So wie ich es bei mir immer sehe. Ich sehe bei mir auch kein Potenzial. Ich bleibe gleichbleibend. Milch geholt? Schlecht. Check. Mehr war nicht abzugreifen. Wie, du hast die. Nee, das kann doch gar nicht sein. Hier musst du auch Milch jetzt. Eine Flasche voller Käse. Also, das hat hier so. Nimm mit das Ding. So, wieder zu. Die Uhrenzeiger hier mitnehmen. Die Vase kaputt machen. Eigentlich, aber. Bla bla bla. Hoppla. Bla 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 bla. Bogen. Yeah. Noch was? Nein. Timeport. Knopf drücken. Noch ein Knopf drücken. Genau. Eine Art. Sachen sehen und Erkenntnis zu Knöpfchen drücken betätigen. Was? Ich muss hier zu viele Knöpfe drücken. Und tschüss, ich muss hier wieder zu Go hin. Ja, ja. Sei verwundert. Mich wundert es ein bisschen irgendwie, dass er so lange gebraucht hat, um irgendwie durch dieses Portal zu gucken. Das ist ein bisschen fragwürdig, warum er so lange braucht. Oh, guck da wieder in die Glotze, gib mir deinen Bonbon wieder her. Genau, nimm die Zeitung. Da hat er, da, Dudi, da, das da, genau. Ach, jetzt weiß ich, warum ich den Bonbon da reingeklatscht habe. Weil dadurch habe ich irgendwie die Dingensbums bekommen. Brille und Haftcreme. Warum die Haftcreme? Keine Ahnung. Ich weiß, aber es wird. Uhrens ganz. Ja? Warum muss ich an das Wort Tachyonen denken? Das Weil's ist doch Tachyonen nur Kauderwelsch. Sind? Wie? Nein. Rokokokotten oder Fußpflege. Ja. Was mache ich mit dem Ding jetzt? Dafür brauche ich. Robo kann mir hier, es sei denn, Robo. Ich habe leider nicht die Zeit, ihr die Finessen des. Aber sie wird ja auch so zu. Ja. Dafür brauche ich. Und? Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt weiß ich nämlich nicht, was ich hier machen soll. Oder vielleicht doch nochmal doch ertragen, das Ding? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schade. Schade, schade, schade. Nicht gut, nicht gut. Vielleicht jetzt die Glotze ausmachen? So, Schlüsschen für heute. Schon gut, schon gut. Ich habe sowieso noch keine Studie. Okay, verdammt, jetzt ist nicht gut. Jetzt ist nicht gut, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Oder vielleicht doch in einem Panel irgendwie. Oh.
Oder muss ich wieder zurück durchs Portal? Scheibenkleister! Hey, wer ist Tim? Ich glaube. Doch. Halt einfach deine Klappe. Ich will diese Schleife endlich beenden. Hey, stopp! Milch geholt? Mehr. Ja. Zeiger. Mach einfach hinne. Nein, 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 nein. Weniger labern, mehr machen. Eine Flasche. Wundert mich so ein bisschen, dass niemand irgendwie diese Milchflasche da im Laufe der Jahre rausgeholt hat. Oder sich gewundert hat, warum es so komisch riecht. Oh, jetzt kann ich das verbinden. Das verbinden. Das ist doch wie Rock oder Fu. Blablabla. Nicht so viel reden, mehr machen. Den Kram verbinden. Ich weiß, aber. Genau, warte mal, kann ich hier vielleicht ein Portal sehen? Wie Sie sehen, Sie. Schade. Oder hier? Nein, nicht Pantoffel. Gehst du hin? Da, auf dem Scheißhaus! Ich erkenne tatsächlich etwas. Ein Portalpotenzial. Woher auch immer ich das weiß. Weniger reden, mehr kloppen. Himmel, Korn und. Treff jetzt, ja. Wer sagt's denn? Oh, weg hier. Ich hab die Schleife durchbrochen. Hoffentlich. Oh. Ah. Oh. Wollen die denn jetzt einfach überall hin? Ich muss sie irgendwie abschütteln. Was? Hänge die Utopie ab. Schieß alle Portale auf und weiche ihn aus. Oh, was? Wie? Was? Okay, ach so, okay. Nein! Geh noch nach links. Na, mach auf das Ding hier. Nein! Nein! Ich will nicht wieder zurück. Ich hab keinen Bock, wieder zurückzugehen. Komm, mach das Ding da auf. Na? Oh oh. Was? Oh, ach so. Ende der Lawine. Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Da ist noch ein Timepod. Sieh mal einer an. Das ist doch unser Ubux. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Oh. Was? Hallo? Ich drück doch... Wie? Hä? Schrottplatte? Achso, die Schrottplatte! Warte mal, kann ich die Typen jetzt da irgendwie durchtreten, oder was? Drücken! Ja. Aua. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Das war ja auch überfällig. Schmerzen. Ich glaube, ich werde... Aber nicht jetzt. Tritt den davor in den Hintern. Oh, was? Nein, Timeport. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und nun bist du auch hier gestrandet. Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuwak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo. ...als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuwak eintreffen konnte. Du meinst...
Er kaute also auch auf der Rückbank als Rufus und McTronicle das Timepod stahlen? Warte mal, oh, jo. Und jetzt volle Kraft voraus. Aber dann war die Zeitschleife ja schon von da an irgendwie vorhanden. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium, genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Klar, den habe ich natürlich nie gesehen da, ne, also... Ich glaube, du hast... Ach, egal, schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass, aber das hieße ja... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine Extra-Einladung? Na los, nimm meine Hand, schnell! Nein, warte noch! Huh? Tja, guck, Überraschung. Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus! Hi. Schön. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt. Es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus! Die Hand! Jetzt! Nein! Stopp! Los! Worauf wartest du? Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären! Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lasst den Mann los! Die Männer vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal, lass sie los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Natürlich habe ich einen Plan. Dann raus damit. Ich habe das Gefühl, Rufus muss sterben. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay, das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll's mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus. Ich lasse los. Und dann, wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ja, da steht schon. Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Und dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen. Aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein.
Du lügst! Warum lügst du? Also, gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn! Es gibt immer Hoffnung und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise! Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen, nach Elysium reisen, einen praktischen Nutzen für Hutmode finden und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen, die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich. Versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Nein! Nein! Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie. Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt, die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja. Wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Schnauze da oben. Geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä? Was? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen hatten. Ja, die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten. Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Zux. Ongo, Bongo, Schnitz, Doppelschnitz. Ich hatte nie die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ubel. Super lässig. Rauffang. Naso. Zux. Überleg dich mal irgendwie richtige Wörter. Kann man ja kaum aussprechen. Schön. Obwohl, halt mal. Ja, genau. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Warum hast du noch deine Erinnerung? Nette Brille hast du da. Warum hat sie denn noch die Erinnerung? Ich dachte, die müssen die irgendwie auslöschen, damit alles so bleibt, wie es... Ach nee. Why? Hä? Ich bin jetzt gerade irgendwie ziemlich verwirrt, was das irgendwie angeht. Aber okay, in gewissem Maßen kann man gerade sagen, das Ende ist dasselbe Ende wie in Goodbye... Auf Deponia. Nee, gut bei Deponia. So rum. Ja, ist... Ja, nee, nö. Oh, die Arschgeigen, ey. Was soll das denn hier? Vor allem, wo sind die hier? Das ist doch Elysium. Hä? Was... Warum? Warum nicht ich? Mann. Was soll das? Was ist denn das hier eigentlich? Was ist das? Hä? Achso, ich kann das hier irgendwie... Du hast recht, liebes, wie ich sehe. Ach, du schon wieder. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich. Oh, okay. Wo von Heilen
und allen Kraken, die tief unten am Kau. Nettes Outfit, Goal. Ja, doch. Warte mal, was? Ach so, okay. Sag mal, dein Weihnachtsmann-Bart, Rufus, ne? Also. Endlich hast du dich mal glatt rasiert. Sieht gut aus. Ja. Das sieht. Oh, hi. 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 Oh. Ups. Das war ein bisschen schnell weg. Was ist denn hier bei den Extras? Weil ich will gern wissen, was ich denn da eigentlich. Was sind das denn jetzt? Achso, das sind die Videos. Magazine? Ach, Hutmode. Ich habe die Hats. Oh. Nettes Bild. Aha. Sieht ja. Also wenn man jetzt so gerade hier dieses Spiel jetzt gerade nehmen möchte, der Henker würde jetzt in dem Fall wahrscheinlich ziemlich gut zu dir passen. Ja, kann man auch nehmen. Was hätte ich denn da? Ich habe noch 1, 2, 4, 5, 6, 7 Sachen, die ich hätte finden können. Und von diesen ganzen Dingern habe ich gerade mal... Lol, okay. Warte mal, was sind denn jetzt? 11 Sammelobjekte. 11 Hüte. Und von denen habe ich gerade mal 4 gefunden. Weil ich die nämlich erst dann bemerkt hatte, als ich diesen Zylinder gesehen habe. Ja, super. Nee, Quatsch. Ich habe hier... Welches von den Dingern habe ich jetzt erst gefunden? Ich habe... Die Polizeimütze, glaube ich. Ja, ich glaube, die Polizeimütze. Ah ja, das sind die Erfolge, genau. Noch nicht freigeschaltet, ja, schade. Naja. Dit hier war wohl jetzt das Ende. Das ist das Ende quasi vom eigentlich dritten Teil, jetzt aber auch im vierten Teil. Nur um im vierten Teil zu sagen, nö, geht nicht, dritter Teil ist Ende. So. Weil man dann habe ich eigentlich... Ich habe einfach das Ende jetzt quasi vom dritten Teil zweimal aufgenommen. Nur einmal in der alternativen Art und Weise, ne? Egal. Bevor ich jetzt mich hier irgendwie noch weiter irgendwie dumm und dämlich rede, was ich wahrscheinlich die meiste Zeit irgendwie machen tue, wenn ich meine Videos hier irgendwie aufnehme, mache ich hier lieber Ende und ja, würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, falls es irgendwann heißt Deponia 5 oder so. Ich glaube in dem Fall aber Zeitschleife? Nein, nicht. Bye bye.